Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, verzeichnet trotz Marktschwankungen erstmals positive ETF-Zuflüsse innerhalb einer Woche. Vom 5. bis zum 9. August flossen über 104 Millionen US-Dollar in ETH-ETFs, laut Farsight Investors. BlackRock's ETH verzeichnete mit 188 Millionen US-Dollar die höchsten Zuflüsse und glich Abflüsse aus dem Grayscale-Fonds aus. Seit dem Launch hat BlackRock fast 1 Milliarde US-Dollar an Zuflüssen erhalten, während Fidelity 341 Millionen US-Dollar verzeichnete. Trotz positiver Zuflüsse bleibt das Gesamtergebnis aller ETH-ETFs wegen massiver Abflüsse bei einem Minus von 406 Millionen US-Dollar. ETH zeigt sich als Underperformer, während Konkurrent Solana ein neues Allzeithoch gegenüber Ethereum aufstellte. Bleiben die ETF-Zuflüsse stabil? Könnte dies eine Trendwende für Ethereum einläuten und die Zukunft positiv beeinflussen? Diese Meldung erschien zuerst auf BTC Echo,